Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal Game Axel. Heute kommen wir zu einem neuen Stadion-Vlog. Zwar endlich mal wieder im Helm. Ihr seht es dieses Jahr das erste Mal. Sonntag 13.30 Uhr Karlsruher SC gegen den 1. FC Magdeburg. Und ich bin gerade am Laufen zum Stadion, wie immer mit Charles. Ich freue mich schon sehr, was mich natürlich auch freuen würde, wenn das Video euch gefällt und ihr mir einen kostenlosen Daumen nach oben da lässt, kostenlos abonniert und natürlich kostenlos die Glocke aktiviert. Heute gibt es wieder zwei Versionen. Vor zwei Wochen, beim letzten Heimspiel, die Stadionversion hatte 950 Aufrufe, hat sie jetzt. Und das andere ist einfach von der Wiedergabezeit her mein bestes Video. Ich habe zwar nur 2500 Aufrufe, aber viel mehr Wiedergabezeit als mein bestes Video, der HSV-Vlog. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Das heißt, dass ich es heute nochmal mache. Ihr seht erst den Stadion-Vlog und dann dreiviertel Stunde später kommt dann direkt die Stadion-Version. Ich pack's euch in die Infocard und ich tippe heute auf ein 4-0. Nein, 4-0 wäre schön, aber das wird es wahrscheinlich nicht. 3-1 fände ich schön. Und jetzt laufen wir hier schön zum Stadion und freuen wir uns aufs Spiel. Bis dann und ciao, ciao. Checkt übrigens noch den guten Kodolz ab, wie immer. Da sind wir angekommen am schönen Wildpark. Eine halbe Stunde ist Anpfiff. Es geht jetzt rein an die Plätze. Zeige ich euch, wie es von außen aussieht. Wie es ausgelastet ist. Ach du heilige Scheiße, ist da eine lange Schlange. Da stehe ich ja gleich ewig. Und wie viele Auswärtsfans auch da sind. Magdeburg bringt immer relativ viele mit. Digga, so wie ich das hier sehe. Heilige Scheiße. Ich war lange nicht mehr so spät. Deswegen weiß ich nicht, warum es da so voll ist. Naja, egal. Dann gehen wir rein. Let's go. So, bin jetzt mal hier oben nochmal. Kurz. Drüben unsere Karsten guckt natürlich. Vor allem auch, weil die Magdeburg-Fans anschauen. Die stehen hier drüben. Da sind ordentlich viele da. Freue ich mich drüber. Stadion ist auch relativ voll. Auch die Südtribüne ist ja heute geöffnet. Und dann gehe ich mal auf meinen Platz. Und ja. Sure.
bin jetzt aus dem Stadion draußen und mir fehlen immer noch die Worte, was da gerade passiert ist. Wir haben 7:0 gegen den ersten FC Magdeburg gewonnen. Ich kann nicht mehr. Zu Feuerstahl ist direkt noch ein Feuerhost reingeholt. Oh, Digga. Meine Stimme ist aber auch schlimm, dass ich rumgeschrien habe. Manche finden es wahrscheinlich wieder lustig. Die schreien einfach nicht andersrum, daher. Das ist mich eigentlich auch nicht. Ja. 7:0, geisteskrankes Spiel, jeder durfte mal. Udo war auch wieder geil. Echt mal wieder Stadel. Und wir haben bewiesen, wir können Tore schießen. Letzten zwei Heimspiele insgesamt 11:0 gewonnen. Kann man mal machen. 4:0 zur Halbzeit, kann man mal machen. Aber Magdeburg war auch einfach historisch schlecht. Die waren so scheiße. Und ich dachte kurz, es waren 6:1, dass sich Dreves selber reingelegt hat. Aber das hat er nur reingelegt, weil es ein Foul war und weil abseits war. Und hat dann nicht gezählt. Ja. 7:0, alles perfekt. Hätte aber ehrlich ein bisschen mehr sein können. 50. 51. wirklich. Die Fans wollten gerade ansetzen, dass sie alle springen und alle richtig laut jubeln. Genau in dem Moment direkt das nächste Tor. Und Martin Macker ist back. Geil. Nach zwei Spielen nicht da. So. Das war's dann jetzt aber auch vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch beide Videos gefallen hat, die ich heute hochlade, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Geisteskrankes Video ist es. Bis zum nächsten Mal. Kudos abchecken, nicht vergessen. Und ciao, Kakao.